Hi, ich bin Mari und wir wechseln heute bei der Scheibenegge die Unter- und Oberlenkerkugeln und das zeige ich euch jetzt. Warum sind diese Kugeln so wichtig? So ein Anbaugerät wiegt mehrere Tonnen und das ganze Gewicht lastet auf diesen Kugeln. Und deswegen ist es wichtig, dass man die rechtzeitig wechselt, denn sonst, wenn es so aussieht, ist es schon zu spät. Bei den Kugeln ist es einfach wichtig, dass die besonders hart sind, weil die müssen viel Lasten aushalten. Und da haben wir gerade im Granitsortiment diese Heavy-Duty-Kugeln. Die sind aus einem speziellen Material. Dadurch halten sie eine Menge aus und sind sehr langlebig und erlebt man einfach keine bösen Überraschungen und ist optimal vorbereitet. So, jetzt bauen wir die Oberlenkerkugel aus. Zack, machen wir Spind raus, alte Kugel raus. Legen wir uns hier weg. Nehmen wir uns die neue Kugel. Zack, Scheibe zuerst. Zack, hier genau das gleiche. Spind raus. Gut. So, bevor wir jetzt aufs Feld fahren, nehmen wir euch jetzt kurz einmal mit ins Qualitätsmanagement. Ja, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind hier im QM-Labor, also im Qualitätsmanagement-Labor von der Fricke-Gruppe. Und mit mir dabei ist der liebe Hishan. Und der wird mir heute ein bisschen erzählen, was wir hier Tolles machen. Genau, wir werden heute unsere Unterlenkerkugeln untersuchen. Um die Kugel zu untersuchen, müssen wir die in handliche Teile zerschneiden. Darf ich den Knopf drücken? Klar, Feuer 2. Cool. Oha, jetzt geht's los. Dein Job ist es hier, Sachen kaputt zu machen? Genau. Richtig gut. So, wir haben jetzt hier ein Stück rausgeschnitten und das muss jetzt geschliffen und poliert werden. Und dafür gehen wir jetzt ans DJ-Pult, habe ich gelernt. Attacke. Yay! Wie lange muss man das jetzt machen? Bis du meinst, dass du dich dort spiegeln kannst. Also, ah, okay. Ich mache es immer so, dass ich mich da rasieren kann. Oh. Guck mal, das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Mhm, ja. Ja, ne? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Maschine aus. Maschine aus. Und jetzt würden wir rübergehen. Und testen? Ja. Cool, alles klar. Gehen wir rüber. Tacke. Und warum testen wir das jetzt? Wir müssen herausfinden, ob die Kugel aus einem bestimmten Material besteht. Mhm. In diesem Material müssen bestimmte Legierungen vorhanden sein und das kriegen wir nur mit diesem Gerät raus. Ruder hier raus. Spektralanalyse. So, und was ist da jetzt rausgekommen? Wir haben einen sehr hohen Kunststoffanteil, nämlich bei fast 1%. Und das nächste schöne Element ist bei über 1%, nämlich Chrom. Das ist ein Lagerstahl und damit sind die Kugeln verschleißarm. Okay. Und was ist das für ein cooles Gerät? Das ist unser Härteprüfgerät. Wenn du ein Stück Butter aus dem Tiefkühler holst und du drückst dann mit dem Finger drauf, ist ja hart. Fühlst du, dass es hart ist. Und wenn die jetzt in der Sonne lag, nimmst du auch deinen Finger. Und dann kannst du testen, wie weit tiefer rein, genau. Okay. So ungefähr. Und dann kommt da irgendwie ein Stift raus. Genau. Okay. Jetzt legen wir das Stück hier runter. Handfest, ne? Ja. Start. So, wir sind mit der Prüfung fertig. Bist du so mit den Werten zufrieden? Ja. Wir haben erstklassigen Werkstoff und wir haben gute Härtewerte. Das ist so das, was wir auch erwarten. Jetzt geht's aufs Feld und da testen wir die Kugeln in der Praxis. Ja, der Torben gibt da richtig Gas und obwohl das so ein schwerer Boden ist, halten die Kugeln das aus und er muss sich darüber keine Sorgen machen, dass sie irgendwie nachgeben.